Hallo Leute, ja, wir sind hier beim Öl unterwegs und das Ganze in Transportfieber 2 ist klar. Und ja, wir hatten jetzt hier einen Hafen gebaut, da kommt irgendwann auch ein Schiff an und holt diese 196, 197 mehr werdenden Fässer ab oder was es auch immer ist. Das Schiff ist, glaube ich, hier, ja, kann 376, also das wird gleich funktionieren. Und wir hatten schon überlegt, ob wir zum Beispiel diese Ölquelle dahin bringen lassen und hier Kettemars Mühle war irgendwo auch oder sowas, weiß ich jetzt. Nee, hier war es, da war es. Klesten Ölquelle, die mit dem LKW hier rüberfahren lassen und dann hierhin und die könnten das wiederum dann weiterbringen. Das waren schon die ganzen Überlegungen, die wir in der letzten Folge gemacht haben. Ne? Da müssen wir jetzt mal in dieser Folge dran gehen und gucken, was wir machen. Ich sag mal, nach dem Logo gehen wir auf den Großbildschirm und dann schauen wir dann. So, dann schauen wir mal, was wir machen. Ne? Also hier, ja, ist jetzt da ein Hafen, der da 227. Jetzt ist die Frage, wie voll wird der Hafen sein, wenn das Schiff hin und her gefahren ist? Ne? Das weiß ich auch noch nicht. Aber das wäre auch egal, man kann ja zwei Schiffe draufsetzen und fahren wir zwei Schiffen hin und her. Gut, das würde sein, Bozen Ölraffinerie war das. Wo ist die? Das ist er, ne? Ja. So, die Lieferanten. Dörren ist mit LKW angebunden, haben wir. Winn-N ist jetzt mit Schiff angebunden, haben wir. Rügamp Ölquelle wäre hier. Die müssten das im Prinzip hier rüberbringen. Das müsste hier irgendwo geladen werden. Oder da vielleicht. So. Geht das hier rüber zu fahren? Das ist die Frage dann. Hier ist ein Pass. Oder ist es ein Pass? Hier könnte man vielleicht eine Straße durchbauen, ne, oder? Und dahin, so hier rüber. Und können die von da aus? Ne, können sie dann nicht. Dann müsste man noch eine Abkürzung hier rüber machen. Aber Anlieferung wäre da möglich. Alternative gibt es hier dieses Tal lang. Da müssen wir Tunnel bohren. Dann könnte man hier das Tal durchfahren. Bringt's das, ne? Straße gibt's da ja schon. Aber was würde denn uns ein Tunnel kosten, wenn wir den da bauen? Landstraße? Ach, kann man gar nicht so auswählen, ne? So, dann muss ich das machen. Der kostet mich dann mehrere Millionen, ne? Drei Millionen, wir hätten 200. Also das wäre jetzt nicht das Problem dadurch, ne? Aber das will ich dann doch nicht machen. Das ist mir zu viel Geld. So. Was wäre denn für eine Alternative da? Wenn wir hier doch durchgehen, aber nicht so weit, sondern nur so, dann haben wir eine Million. Dann machen wir das doch, oder? Oh, hier sind es nur 600.000. Komm, machen wir. Und hier ist jetzt eine Straße, die dann da runter muss. Irgendwie mit Kurven wäre ja schöner, ne? Okay, dann bauen wir jetzt hier schon eine Brücke. Würde ich aber so machen wollen. Ich würde es so anlegen, oder? Passt. Und da müssen wir jetzt ein Gebäude bauen, nämlich eine LKW-Haltestation.
Eigentlich so drehen, ne, oder? Machen wir mal. Und jetzt müssen wir noch die andere Seite des Tunnels anschließen. Kommt der raus? Da. Oh, der bohrt ja schon einen Tunnel. Da baut er eine Brücke. Ne, Brücken will ich ja gar nicht bauen. Kriegen wir das da dran? Ja, ne? Warte mal, da müssen wir hier rüber bauen. Dann müssen wir eine Brücke hier rüber bauen, oder wie sehe ich das? Oder einen Bahnübergang? Bahnübergang geht auch. So. Ja, geht so, würde ich sagen, oder? Ach, hier hat er noch einen Tunnel jetzt gebaut. Okay, ist zu spät. Das war teuer wahrscheinlich, aber naja, wir haben das Geld eigentlich da. So, das heißt, wir brauchen hier eine neue Linie und jetzt ist die Frage, wo kommt der LKW dafür her? Da stehen welche. Da ist ein Lokschuppen, ein Zugdepot. Wo ist denn hier ein LKW-Depot? Hier eins, ne? Ne. Hier ist auch noch was. Wo habe ich denn hier ein LKW-Depot? Muss doch hier irgendwo sein, oder? Hier. So, Fahrzeug kaufen. Cargo. Und das ist der, ne? Ja, die kaufen wir jetzt. Kommen auf eine neue Linie, die wir dann einrichten müssen. Und zwar von hier nach da. Und hier wollen wir voll laden. Voll laden einer Fracht. Und dann können die eigentlich schon fahren, oder? Und eigentlich müssten die schon fahren. So, und von hier soll das Ganze für Dingens dann weitergebracht werden darüber. Da haben wir gesagt, müssen wir hier ein Gleisdreieck bauen. Von hier muss es nach da noch. Gebäude, das ist die schnellere Geschwindigkeit, ne? Das sieht doch erstmal gut aus, oder? Und hier müssten wir zweigleisig haben, ist es aber nicht, ne? Ne. Ach Gott, denn die Strecke ist noch nicht mal zweigleisig, nicht mal schnell. Ja, da müssten wir hier eigentlich so daneben kommen, ne? Aber der ist zum Glück schon zweigleisig, dann geht's ja, ne?
Angeschlossen, ich glaube schon, ne? Ja. Aber da ist zweigleisig, okay. Dann lassen wir das aber erstmal so. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich mir das gerade vorstelle. Ne, tut's nicht, weil es ist nur ein Signal. Da. Ne, warte mal, das muss dann so. Ah, das muss ganz schon wieder weg. Das ist ja falsche Stelle. Wir müssen erst die Weiche haben. Ne? Ah, Gleise da. Und von da nach da. Krümmung zu groß. Läuft, oder? Kann doch jetzt nicht sein, oder? War auch nicht möglich. Da war was möglich, da. Gut. Das heißt, Signal ist definitiv ja hier. Passt erstmal. Jetzt müssen wir nur gucken, dass der hier auch gleich noch kreuzen kann. An dieser Stelle, ne? Gut. Da brauchen wir die Gleise. Da ist Bau nicht möglich, ist klar. Ja, da brauchen wir schon mal nicht so anfangen, wie wir gerade gesehen haben. So, passt es erstmal. So passt es auch. Da fährt eigentlich keiner rein jetzt, oder? Ah, es müsste so gehen. Ist ein Zug da, der hier gerade fährt? Nee, ne? Ah, hier sogar zweigleisig schon gebaut. Auch krass, ne? Lassen wir aber erstmal so. Dieser Zug ist ja nur einer, der dann da fahren wird. Und jetzt müssen wir hier noch einen Bahnhof hinkriegen. Güterbahnhof. Den müssen wir jetzt drehen. Aber der wird jetzt hier sich nicht so reinbauen lassen, ne? Haben wir den irgendwie aus Versehen umgeschaltet? Kann man den auch minimalistischer? Ja, kann man. Dann bauen wir den mal gerade so dahin. Und dann würde ich sagen, so die Strecke hier wegmachen. Da haben wir jetzt auch gepennt, weil der wahrscheinlich auch nicht lang genug ist. Konfigurieren geht ja bestimmt, ne? So, das passt schon mal. Plattform. So sieht schick aus, oder? Gut. Lass erstmal so. Und dann brauchen wir Gleise, die da dran kommen.
Aber das passt hier noch nicht. Das müssen wir noch mal ein Stück wegreißen. Und dann auf der anderen Seite, wie sieht es da aus? Machen wir auch gerade ein Stück noch weg, glaube. Und dann brauchen wir wieder Gleise, die. Und den schließen wir mal einfach da an. Und der geht dann noch darüber. Und dann passt das erst. Und hier. Gucken wir von da. Ne, das war falsch. Gucken wir da angefahren. Und würde ich jetzt sagen, machen wir auch so erstmal. Später können wir das noch notfalls ausbauen. Gut, das heißt, jetzt brauchen wir einen Zug, der von da nach da fährt und der Lokschuppen ist hier. Das heißt, das weg, das hin, Fahrzeug kaufen. Elektrisch. 27 Millionen, wie viel ist die? 7000 kW, 4000. Die hat auch 7000, aber ich glaube, diese hier ist neuer. Nehmen wir die, fügen wir hinzu und dann kaufen wir noch Cargo und dann Öl. Der fährt 120, der fährt 160. Ich weiß nicht, wie lang der Bahnhof ist. Ich lasse es mal so. Geld haben wir dafür, ja. Kaufen wir. Und dann brauchen wir eine neue Linie, die dann von dort nach dort geht. Und da habe ich jetzt schon Fahrzeug verwalten, Linie verwalten. Dann müssten wir mal gucken, dass wir hier sagen, vollladen, oder? So. Gut, dann fährt er da erstmal lang. Der fährt da lang und wir müssten jetzt hier noch zwei Bahnhöfe machen, beziehungsweise zwei Stationen machen, straßenmäßig. Von da. Kollision steht da. Das ist schon schlecht. Ah. So ist keine Kollision, das ist schon mal gut. Was hat er jetzt gemacht? So. Gebäude, LKW-Station, drehen. Passt. Dann da unten auch noch eine, ne? Kriegen wir die da hin? Ich hoffe es. Passt. Jetzt habe ich hier kein LKW-Depot und ich glaube, da kann auch gar keiner hinfahren dann, ne? Das heißt, wir müssen tatsächlich ein Depot hier bauen. Ist halt so. Fahrzeug kaufen. Rohöl. Der da. Das ist nur eine kurze Strecke. Da reicht bestimmt einer. Das ist eine neue Linie. Der fährt von da nach da und soll da vollladen. Gut. Der fährt jetzt. Und jetzt müssen wir gucken, ob der andere Zug, der hier irgendwo wahrscheinlich schon steht, vollgeladen wird. Oh, er ist etwas zu lang geworden. Ist
Ladegeschwindigkeit, sobald die Zuglänge und die Wagenlänge 160 Meter überschreiten. Okay. Kann man das irgendwo verlängern? Könnte man hier vielleicht verlängern. Aber mit dem bisschen kann ich, glaube ich, leben. So, was mit dem? Aber hier passiert nichts, oder? Doch, der hat 132 und der einen. Okay, etwas wenig, ne? Das heißt, der ist schon voll ausgelastet. Ja. Jetzt hier mehr? Ja. Jetzt da mehr? Nicht wirklich. Aber da einer drin ist, gehe ich davon aus, dass das funktioniert. Nur leider nicht so, wie ich mir das gerade vorgestellt habe. Aber jetzt müssen wir mal gucken, wo hier die LKWs sind, die hier durchfahren. Wenn denn da welche fahren. Habe ich da schon welche eingestellt? Ich glaube schon, oder? Die stehen alle hier. Ah, er kriegt auf jeden Fall Öl. Produzieren jetzt. 12. Es dauert. Aber es funktioniert. Gut, ich würde sagen, wir machen erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an. Kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.